Gibt es in der Nähe eine Kirche oder einen Tempel? Es gibt einen Tempel in Martyrs hier im nordöstlichen Teil, direkt bei dem abgestürzten Luftschiff. Ich weiß nicht, ob das euer Glaube ist oder nicht, aber die Brüder und die ehrwürdige Mutter sind gute Menschen. Den Martyr, der gebrochene Gott, stimmt's? Ja, er ist der Gott des Leidens, der weinende Gott. Seine Priester versuchen, das Leid anderer zu mildern, indem sie es auf sich nehmen. Ich kenne nicht die ganzen Lehren, aber zumindest habe ich es so verstanden. Verehrt ihr ihn nicht? Also ich sage euch was, mein Freund. Man braucht sich bloß den großen Baum von Kulda anzusehen und dann wird einem klar, dass die Natur hier das Einzige ist, was wirklich verehrenswürdig ist. Ich meine, es sieht aus, als würden die Äste fast bis hin zu den Wolken reichen. Ein herrlicher Anblick. Habt ihr je die Lehren des Martyrs gehört? Ich glaube, sie würden euch die Kirche in einem anderen Licht sehen lassen. Das kann schon sein, was besagen seine Lehren. Im Martyr ist der willig Leidende. Er legt die Lasten und Schmerzen anderer auf sich, genau wie seine Priester. Ihr habt bestimmt schon bemerkt, dass die Priester das Wohl anderer über ihr eigenes setzen. Und sie sind immer da, wenn man Heilung und Trost braucht. Ihr seid ein Beispiel für die Verehrung des Martyrs vorangegangen und haben Erfahrungspunkte gewonnen. Ich habe schon immer vermutet, dass die Priester der Stadt geholfen haben, in der Hoffnung, Anhänger des Glaubens zu gewinnen. Vielleicht gehe ich mal einen ihrer Gebetstage und schaue mir die Kirche an. Danke, dass ihr mir die Augen ein wenig geöffnet habt. War mir ein Vergnügen. Ich hätte noch ein paar andere Fragen über die Stadt. Ich dachte, ich hätte ein Schiff gesehen bei dem großen Baum, als ich ankam. Oh, ihr meint das Luftschiff, in dem sich Fiddlebieger verkrochen hat. Also eigentlich Fiddlebänder. Ja, um die ganze Geschichte zu erfahren, müssen wir mit ihm selbst sprechen. Dieser Fiddlebieger, der lebt also in dem Luftschiff? Ja, Fiddlebieger ist der örtliche Alchemist, würde die Südländer wohl sagen. Er fabriziert Trink- und andere Gebäude und gelegentlich auch eine Explosion. Er muss sich wohl bald Schornsteine zulegen, damit der viele Rauch, den er produziert, abziehen kann. Ich habe noch mehr Fragen. Wir haben von der Straße aus einen Turm bei dem Baum gesehen. Ist das euer Wachturm? Nein, das ist der Turm von Oryk dem Grauen. Wir haben Glück, dass wir so weit nördlich einen Zauberer haben. Er ist freundlicher als die meisten Magier, die ich kenne. Er hat ganz seine Ruhe, aber hin und wieder sehe ich ihn im Wurzelkeller in Gesellschaft anderer, wo er sich ein oder zwei Krüge genehmigt. Er hat einen Goblin, der für ihn arbeitet. Also ja, Magierturm da oben. Ja, ich wollte fragen über Kuldaheim im Allgemeinen. Was wolltet ihr über Kuldaheim wissen? Oder wolltet ihr vielleicht wissen, was in der letzten Zeit in der Gegend um Kuldaheim passiert ist? Um Kuldaheim meint ihr wirklich das Wetter? Der Winter war bisher eine unheilvolle Jahreszeit für Kuldaheim. Einwohner sind einfach verschwunden, plötzliche Stürme am Pass wurden Monster gesichtet. Es wird alles noch viel schlimmer werden, bevor das Jahr um ist. Lasst euch das gesagt sein. Ich verstehe, könnt ihr mir sonst noch was erzählen? Fragt jemand anderen hier in der Stadt. Vielleicht weiß jemand was, was ich nicht weiß. Und man weiß nie, was andere erfahren haben können. Wie da einfällt, wenn ihr mit ihnen sprecht. Okay, dann. Ich muss mich auf den Weg machen. Lebt wohl. Schade, die Erfahrungspunkte haben nicht für seinen Stufenaufstieg gereicht. Also ja, wir können uns jetzt erstmal Kuldaha umsehen. Wie gesagt, wir wollen erst einmal einen Ort, an dem wir schlafen können. Wobei das hier ist der Weg ins Nirgendwo. Also ja, man sieht um Kuldaha selber ist alles grün, nur weiter außen ist Schnee. Auf dieser steinernen Statue ist die folgende Inschrift zu lesen: In Erinnerung an den Erzdruiden Tolben, den Gründer Kuldahars. Und ja, hier gibt es verschiedene Häuser mit Stadtbewohnern. Sofort! Ja,
Wir können hier dasselbe machen. Der Pass ist zugeschneit. Erzählt mir über Kuldaha. Pilgerreisen. Erst im letzten Moment hat Gräf von einem der Gräber gesprochen, der angeblich im Teil der Stadt ist. Er sagte, eines davon wäre das Grab von Kreslak, dem schwarzen Wolf. Kreslak, von dem habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Der hat vor Jahren diese Gegend terrorisiert und mit einer ganzen Legion Soldaten und Schamanen und Priester unter seinem Banner. Das ist eine ziemlich große Truppe für diese Gegend. Es braucht einen ziemlich starken Mann, um so eine Gruppe anzuführen. Besonders, wenn sich ein paar Zauberer darunter befanden. Den Gerüchten zufolge besaß er ein mannsgroßes Schwert, mit dem er seine Feinde zweiteilen konnte. Es war außerdem mit irgendeinem Zauber belegt, den Kreslak vor der Kälte schützte. Nicht vor der Kälte des Todes, schätze ich. Nun, eine gute Klinge ist manchmal die beste rechte Hand eines Anführers. Sie kann einen fähigen Anführer in den Augen seiner Leute in einen wahren Meister verwandeln. Also, wenn ihr zum Tal im Schatten geht, um uns in Kuldaha zu helfen, dann solltet ihr auf keinen Fall schlechter bewaffnet sein als Kreslak. Hier habt ihr ein kleines Geschenk, das ihr in Kondans Schmiede verwenden könnt, um euch ein besseres Schwert zu kaufen. Nehmt es mit meinen guten Wünschen. Ich weiß eure Gabe zu schätzen, danke. Fragen über die Stadt, können wir bei ihm auch über den Tempel reden? Ja, okay, das mit dem... Das klappt nicht ein zweites Mal. Wir haben ein... kleines Schild. Das so. Sehr nett, dass er uns einen Granat schenkt. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Gewiss. Mirek, lauf, das Tal ist voller Yetis. Ich habe versucht, sie abzuhängen, aber zwei von ihnen sind noch auf meinen Fersen. Lauft. Hallo, Yetis. Brauchst du mich? Ja. Ich erledigt. Okay. Gut, wir sind die Yetis losgeworden. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Die Yeti fällt überhaupt. Wie praktisch. Ja, in Ordnung. Ich werde tun, was ich kann. Oh, und sie hat auch schon wieder ein Level up. Gut, Stufe erhöhen. Sie kriegt keinen Punkt hier. So, 5 Punkte in Fallen finden. So. Fertig. Jetzt Immunität Stufenerhöhung. Zusätzliche Zauberfähigkeit, zusätzlicher Zauber des ersten Grades, Sagenkunde. Aber wir dürfen keinen neuen Zauber uns aussuchen, schade. Das heißt, er kann jetzt nach dem Rasten 4 Zauber benutzen. Ja, sag sofort. Okay. Zum Tal der Schatten. Seid gegrüßt, müder Reisender. Braucht ihr Hilfe? Ja, ich bin fremd in der Stadt. Vielleicht könnt ihr mir sagen, was für Dienste ich hier finde. Natürlich, was für Dienste sucht ihr denn? Ich brauche einen Heiler. Der Segen des gebrochenen Gottes ist mit euch, denn ihr steht vor dem Haus der blutenden Rose. Diese Stätte ist dem Gott der Folterbank in Martha geweiht. All jene, die meine Stadt benötigen, sind willkommen. Bitte tretet ein und die ehrwürdige Schwester Kaljana wird euren Schmerz lindern, mein Freund. Vielen Dank. Könnt ihr mir sagen, welche Art von Dienst ich hier sonst noch finde? Ein Nachtlager? Für die wenigen Reisenden, die in diese Stadt kommen, finden meist Unterkunft im Abendschatten.
Das ist ein einfacher Gasthof, der direkt am Stamm der großen Eiche liegt. Er wurde früher von einem Mann namens Aidan geführt, aber ich habe gehört, er hat jetzt einen neuen Besitzer. Ich bin ihm zwar selbst noch nicht begegnet, aber man sagt, er sei ein Halbling aus dem Süden. Vielen Dank, könnt ihr mir noch welche Dienste vorschlagen? Was zu trinken? Mein Freund, die an den gebrochenen Gott glauben, brauchen nicht auf dem Grund eines Bechers Trost zu suchen. Doch welche dem Weingeist gerne zusprechen, finden ihn meist im Wurzelkeller. Einer kleinen Taverne genau westlich von hier. Erspart mir eure langweiligen Predigen, Priester. Wenn ihr mich fragt, könnt ihr und eure Pferdehaar behemmten sich selbstgeißenden Brüder ebenfalls einen starken Schluck vertragen. Oder zwei oder drei. Vielen Dank. Waffen und Ausrüstung. Alle Waffen, die ihr hier in Kuldahar haben, werden von Kolan, dem Schmied, gefertigt. Seine Schmiede ist am nördlichen Rand der Stadt. Sonstige Vorräte findet ihr bei unserem Hobbygelehrten Gerd, der einen Laden am anderen Ende der Stadt hat, nahe der westlichen Brücke. Und vielen Dank. Schon gut, ich werde schon selbst was finden. Also das hier wird der Ilmater-Tempel sein. Yoldas Haus, also wieder... Ja, also Dienstleistung, Dienstleistung, also Geschäft, Geschäft, Geschäft. Das ist einfach nur ein Haus. Wo ist jetzt eigentlich der Junge abgeblieben, den wir vor den Yetis gerettet haben? Ein Töpfer. Uns der Töpfer. Okay. Sagt, erstmal die Taverne finden. Ja, Gasthof zum Abendschatten. Da wollen wir rein. Guten Tag. Gewiss. Sucht ihr ein Zimmer oder wollt ihr nur die Kälte reinlassen? Ich habe keine Zimmer für Landstreicher. Zeigt euer Geld oder verschwindet. Wer seid ihr? Ich bin Altwin und ihr tragt anscheinend den Kopf zu hoch, dass ihr nicht gut hört. Da oben, wollt ihr ein Zimmer oder nicht? Dies ist der einzige Gasthof in der Stadt, also glaubt bloß nicht, dass ihr woanders ein besseres Angebot bekommt. Ja, mein Kopf mag wohl hier oben sein Wicht, aber meine Faust schwingt sich gerne herunter und schneidet einen Besuch ab, wenn es sein muss. Das ist also alter Gasthof. Ja, wieso? Sagt jemand in der Stadt was anderes? Nein, ich bin bloß neugierig. Habt ihr ein Zimmer frei? Ja, wir haben noch Zimmer noch was frei, aber kein Gefeilsch über den Preis, verstanden? Dies ist der einzige Gasthof. Euer Gasthof? Ja. Also Zimmer. Und die sind schon etwas teuer, deswegen nehmen wir nur ein Händlerzimmer. In dem es trotzdem Ratten gibt. So, dann können wir uns hier oben mal angucken. Und eine Halskette einsacken. Sofort! Gut, also nett ist der Gnomen schon mal nicht. Oder der Halbling besser gesagt. Sofort! Ist ja kein Gnomen. So, jetzt können wir hier mal lang gehen. Können dann wahrscheinlich auf der anderen Seite runter. Ach ja, das hier ist Gerds Ausrüstungsladen und hier ist Conlans Schmiede. Das heißt, wir können mal gucken, was er im Angebot hat. Bestehlen werde ich ihn jetzt nicht. Was? Ist das alles? Also, Lunastra will mal kurz an der Truhe rütteln, merkt, dass sie abgeschlossen ist und gut ist. Wie kann ich helfen? Sofort! Hallo Conlan. Willkommen, Freunde. Was kann ich für euch tun? Seid gegrüßt. Mein Name ist Brenomir. Ihr müsst Conlan sein, der Schmied dieses Ortes. Man sagte mir, ihr seid der Mann, an dem ich mich wenden muss, wenn ich Waffen kaufen will. Nichts, ich komme nur zufällig vorbei. Nehmen wir das Erste. Ja, ich bin Conlan. Wenn ihr scharfe Klingen braucht oder schwere Streitkolben, bin ich der Mann, an den ihr euch wenden müsst. Nutzt die Gelegenheit, solange ich noch hier bin.
Solange ihr noch hier seid, geht ihr fort. Ja, ich nehme es an. Bei all den üblen Tricks, die hier in der Gegend gespielt werden, denke ich, ich werde nicht mehr sehr lange hier sein. Ihr verlasst Kuldaha, das wundert mich nicht. Die Stadt ist wirklich ziemlich langweilig. Könnte ich euch begleiten? Ich verstehe, ihr plant also die Stadt zu verlassen. Ach, ich wünschte, das wäre möglich. Der südliche Pass ist seit langem eingeschneit. Das kommt von diesem verdammten Wetter, das wir seit einiger Zeit haben. Jetzt habe ich gehört, dass sogar die nördliche Route nach 10 Städte von einer Lawine abgeschnitten wurde. Ich sage euch, keiner von uns wird diesen Winter überstehen. Es ist um uns alle geschehen. Ich habe nicht die Absicht, hier zu sterben. Warum wollt ihr euch unbedingt euer eigenes Grab schaufeln? Ist ja entzückend. Darf ich sehen, was ihr zu verkaufen habt? Nehmen wir das erste. Es gibt nicht viel, wofür es sich für mich noch lohnt zu leben. Meine Frau Mary starb vor einigen Jahren an Fieber und jetzt ist mein Sohn verschwunden, mitten in der Nacht, aus seinem Bett entführt. Genau unter meiner Nase. Er war nur ein Junge.